Herzlich willkommen zum Tele. Ich wollte mir was anderes anziehen. Ja, ich nicht, aber Nee, gut. dann lass es, dann mach ich das. Weil Das einige haben gesagt, wissen die so, Menschen doch. es ist doch egal. Ja. Gucken die Leute das wegen deinem grauen Pullover oder Nee, was? also es ist Oliv und Ach so. ist Wir aber senden ja jetzt. in HD, insofern. Nee, dann. Ja. Es ist wurscht. Everything will be alright tonight. Wir reden über das Jahr Tonight. 1900. 84 über die Platte, die nach. Ach so, ich bin Hennes Bender, das ist Frederik Und Hormann. das ist das Bowie-Kolleg. Der Telekolleg Bowie, meine Telekolleg Damen und Bowie Herren, Bowl so Kolleg, heißt wie es. immer ihr das nennen wollt. Danke fürs Zugucken. Erstmal, wir reden über die Platte, die nach dem Riesenerfolg von Let's Dance und der Serious Moonlight Ja, Tour kam. ja. Sehr schnell kam, zu schnell kam. Der Extra-Durchhänger zwischen Never Let Me Down und Let's Dance. Tapatapata, das ist sie. Ein, wie ich finde, ein sehr sakrales Cover mit vielen Ja. Blumen. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Hinten ist es ein Ja. bisschen rumgeschmiert. Ich weiß nicht mehr. Also Kunst. Ja. Kunst, Kunst, Kunst. Bowie So. in Blau, quasi als Erleuchteter Ja. vor einem Glas, so Fenster. Bisschen sakral, bisschen Ja. Kirche. Die Bowie wollte Platte. nachlegen, direkt nach Let's Dance. Nach Let's Dance, direkt. Er Und wollte direkt den Anschluss. Hat ja. gesagt, ich bin jetzt Superstar und ich will das auch bleiben. Problem, ich habe keine Idee. Ja. Ich habe eigentlich auch keine Songs. Ich habe auch keine Songs, weil ich war auf Tour. Ich war nur So. mit Iggy Pop in Urlaub und was machen wir Genau. da? Ja. Rausgekommen ist eine Platte, bei der sehr wenig neue Songs drauf sind und sehr viele Coverversionen. Zum Glück einige in Kooperation mit Iggy Pop. Also man muss das, da ist die alte Männerfreundschaft Ja. Rettungsanker, sonst hätte es gar keine Platte Genau. geben können, was vielleicht gar nicht schlecht Ja, wenn es gewesen gar nicht wäre. schlecht gewesen wäre, weil Aber es ging also ihm ja da hat die gut. alte Männerfreundschaft Bowie Pop nochmal was wieder Die erste, der erste, befruchtet. die, die, die erste Nachricht, das erste Lebenszeichen von Bowie war Blue Jean, Ja. tauchte auf in den Charts und in den diversen Videomusikprogrammen, Formel 1 und so weiter. Blue Jean, David Bowie, total stark geschminkt auf einer Bühne, vor einer Band, die agiert. Und wir wussten damals noch nicht, dass es Teil eines etwas längeren Filmes ist, Jazz in for Blue Jean, Regie Julian Temple, wo Bowie eine arme Sau spielt, eine arme Wurst Ja. spielt. Keiner spielt, glaube ich, so schlecht eine arme Wurst wie David Bowie. Weil er ist Er einfach macht dann David immer Bowie. diese Nasensache, wenn er so Ja. Straßenauthentizität sieht. Dann macht er immer so Und beim kann es nicht, er Reden. kann es nicht, es geht nicht. Bowie Ja. ist einfach Bowie. Bowie ist so drüber und ein solcher Rock-God und Charisma. Video war aber eigentlich cool. Das war ein schönes Ding. Er hat da diese Doppelrolle gespielt, ein ganz blöder Slapstick mit so einer Leiter. Das Ding hört auch nicht auf, also es hört blöd auf. Also Dauert fast 20 Minuten insgesamt. Zwischendrin genau. Höhepunkt ist ein Live-Konzert einer Figur, Und Screaming das ist Lord dann, Byron oder wie er heißt. genau, und das ist dann das Video zu Blue Jean, bei dem übrigens jemand im Hintergrund Bass spielt, der auch später noch bei dem Video zu Underground Bass spielt. Ja. Also so tut, Spielt als er ob er wirklich Bass Bass? Ich spielt. wollte gerade Nein, er sagen. tut nur so, als ob er Bass Ja. spielt. Nämlich Das ist so ein Video, wo du denkst, das sind doch keine Musiker. der Sänger von Right Said Fred. Okay, das ist Ja. ganz coole Information. Im Kann Grunde, man sehen, das noch Video mit ist. Haaren. Das Video ist natürlich im Grunde Style over Substance. Also, Absolut, so. absolut. Ist nicht viel. Das Lied ist auch Style over Substance. Das Lied ist, ich mag das, Ich das ist ein mag schönes das Lied, total. ist eine schöne Nummer. Aber Bowies Gesamtwerk hätte kein bisschen gelitten, wenn es die Nummer nicht gäbe, muss Nein, man sagen. der später als einer von den Greatest Hits auftauchte und hat Ja. seine Rolle durchaus erfüllt als Chartbreaker, So eine als Spaßnummer, irgendwie Bowie ist wieder ist. da mit einer sehr, sehr Ja. eingänglichen. Dolle Frau, Blue Jean heißt sie und die wollen alle, ich will sie auch. Das ist das Lied. Nichts Ja, Tolles. Also nee, genau. er hat wieder für diese Platte hat er sich, die hat er in Kanada aufgenommen und hat produziert wurde das Ganze von Derek Blumble und Huge Patcham. Es gab ein Wie der immer paar, heißt, genau. genau, es gab ein paar Probleme dann. Der eine hat den anderen Der ersetzt. Pat Ham oder Pat Ham, der ist ja Ja. wohl auch, der war, das muss ja eine tragische Figur sein, weil der fand Bowie auch super. Und Ja. er war super, David Bowie will mit mir arbeiten, geil. Kam ins Studio, Bowie ist ausgebrannt, hat keine Idee. Also du darfst mit Ja. deinem Idol mal arbeiten und dann ist Ja. der einfach alle. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Blue Jean ist eine der beiden einzigen Nummern, die Bowie selbst geschrieben hat. Eine der wenigen Nummern der Also der ganzen. zwei, glaube ich, nur die er selbst alleine geschrieben hat. Das Loving andere the ist Love Alien. in Erding, Loving genau. the Ja. Alien. Also Carlos Alomar ist wieder dabei, also eigentlich seine Serious Moonlight Band mitgenommen, außer Earl Slick. Also Carlos Alomar, den Gitarren, Carmine Ross am Bass. Omar Hakim
an Schlagzeug. Omar Hakim, ein ganz fantastischer Schlagzeuger. Er hat, glaube ich, bei zwei Nummern bei der Let's Dance mitgespielt, hat nachher bei Sting mitgespielt, bei der Live-Tour, bei der Dream of the Blue Turtles. Ein ganz hervorragender. Aber du merkst es nicht, du hörst nicht, dass da tolle Musiker drauf sind. Auf der Platte. Finde ich schon. Echt? Ich finde schon, dass das ziemlich gut ich höre da nur Zucker und Plastik. Das ist, Das ist überproduziert. Auch die Borneo-Horns und so, das ist schon alles sehr. Es ist, wenn du jetzt überlegst, wir haben über die Never Let Me Down gesprochen, die sehr synthetisch ist. Da ist sehr viel echtes Schlagzeug, sehr viel Bass, sehr viel echte Bläsersätze drin. Also für mich hat Never Let Me Down sogar den ruppigeren und besseren Sound. Ja, findest du? Für mich ist das echt easy listening Arrangement. Es fängt an mit Loving the Alien. Und das ist ein tolles Lied. Ein ganz, ganz tolles Lied, das Bowie ja, wie ihr wahrscheinlich wisst oder es wissen solltet oder jetzt erfahrt von uns, später nochmal bei der Reality Tour nochmal wiederbelebt hat, zusammen mit Jerry Leonard. Sie hatten zusammen ein Tibet-Tribute in New York und Jerry Leonard hat mit seinem Looper mal eben das ganze Arrangement gemacht, nur er und seine Gitarre und Bowie am Gesang. Und da merkt man einfach, was für ein tolles Lied das ist. Wir haben das Lied von dem Arrangement befreit, unter dem es hier ein bisschen begraben ist. Und es geht mal wieder um Religion. Es geht mal wieder um Religion und um die Kreuzzüge und um Islam. Ich verstehe es so, das ist ein religionskritisches Lied. Es geht darum, Religionen sind ja so seltsam und fremd, wenn man da nicht drin ist, von ihren Ritualen her. Und trotzdem tun sie sich dann wieder so schwer mit dem Fremden. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Also die Religionen neigen zur Intoleranz und sind doch selbst völlig strange. Ja, das ist das Thema des Liedes und das Video hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ja, so ein surreales Video. Wo er im Bett liegt und auf einmal die Nase blutet. Ja, eins der Bowie liegt im Krankenhausbett. Videos. Was auf der DVD-Edition bei der Best of Bowie leider ausgeschnitten ist. Das Nasenbluten ist weg. Leider. Also ihm blutet die Nase. Also sehr, sehr, sehr starke Bilder, auch sehr, sehr theatralisch. Das ist die Single, die kanntest du gar nicht in dieser Version. Nee, toll. Das ist die Single, die konnte man aufklappen, da war der Text drin, da war ein sehr stylisches Bild. Und da war nochmal die Single drin, dann noch mit einem anderen Hintergrund, warum das so, das war einfach so ein Sammlerobjekt. Also Loving the Alien ist, wenn nicht der einzige, dann einer der zwei, drei Gründe, die es überhaupt nur gibt, um die Existenz dieser Platte zu rechtfertigen. Das ist ein gutes Lied, das ist ein Bowie-Lied, das hat Potenzial, das ist auch später noch größer geworden als auf der Platte. Genau. Und das ist der Hauptgrund. Es sind dadurch, dass er mit Iggy zusammen im Urlaub war und natürlich, dass er mit China Girl einen so wahnsinnigen Erfolg hatte, ein Lied, das ja von Iggy auch geschrieben worden ist, er hat den Text geschrieben, Iggy Pop, hat Bowie gesagt, warum da kann ich da, wenn das so erfolgreich ist, dann kann ich auch noch ein paar andere Songs vom Jim und nehmen. Iggy Pop hatte damals eine kommerziell ziemlich unerfolgreiche Phase hinter sich. Ja, er kam ja erstmal durch China Girl finanziell erstmal wieder auf die Beine. Und Bowie hat gesagt, wenn ich keine Ideen habe, dann mit Iggy Pop zusammen, dann kann der ja Geld verdienen und ich habe Ideen durch ihn. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, Iggy Pop hat gut Tantiemen verdient. Glaube ich auch. Don't Look Down ist der zweite Song, ein Reggae, was im Original von Iggy Pop... Ein Cover von Iggy Pop. Ein Cover von Iggy Pop, was natürlich im Original kein alles anderes als ein Reggae, sondern ein Punk-Song. Ja. Ein langsamer Punk-Song. Und da hat er wirklich das ist so dieses... wo du jetzt sagen würdest, das klingt jetzt so, man hört so wirklich die Eiswürfel im Cocktailglas. Es ist auch nicht sehr weit zu, ich sag jetzt mal, James Last oder sowas. Also das ist mir alles zu... James Last ist ein gutes Stichwort. Der ist ja nicht übel. So. Nein, James Last ist ein gutes Stichwort, aber da singt Bowie zum ersten Mal, nach meinem Wissen, versucht er sich an einem Reggae-Song. Mhm. Apropos James Last, als nächstes kommt God Only Knows, was bei vielen Bowie-Kennern als der schlechteste Song gilt, den Bowie je aufgenommen hat. Natürlich im Original von den Beach Boys, von der Pet Sounds. So, jetzt singt er da am Anfang ganz, ganz tief, das heißt, ich hab's geliebt. Ich war 16, ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich habe das Lied gehört und dachte, der singt toll, das ist eine klasse Nummer, ein Schmachtfetzen. Ja. Ich habe natürlich das Lied nicht gekannt, ich wusste nicht, wo das Lied herkommt, was es eigentlich ist. Und deswegen konnte ich auch die Verunstaltung des Liedes damals nicht erkennen. Ich habe heute auch immer noch ich finde die Pet Sounds, so wichtig sie ist für die Musikgeschichte, ich komme immer noch nicht richtig rein, vielleicht bin ich noch nicht alt genug. Aber er klingt doch sehr, es ist als würde James Last ein Udo Jürgens Lied begleiten. Na, er hat, glaube ich, wieder mal, das ist das Grundproblem von missglückten Bowie-Covers, er hat dem Lied eine Ebene genommen, er hat ihm die Ironie, die da drin ist, genommen. Ja. Auch die Leichtigkeit. Es ist ja ein pubertäres Liebeslied mit dieser unglaublich tollen Idee, ich werde dich vielleicht nicht immer lieben und Gott weiß, was dann, ein Liebeslied, das damit beginnt, ich werde dich vielleicht nicht immer lieben, da ist echt was drin, das ist ein Twist, da steckt Ironie dahinter und Bowie singt das völlig
Ironie oder Merk befreit. Also man dann dreht er noch Pathos auf, wo man sich nicht gebraucht hätte. Man muss sich wirklich freuen, wenn die Nadel auf dem Schmalz nicht abrutscht auf der Platte. Und in schwachen Stunden höre ich das. Vielleicht mit einer Nougat-Schokolade oder einem Sahnetorten. Ich kann da wirklich nur drüber lachen über das Lied. Das ist mein Girls. Okay, das ist dein Girls. Ja. Wunderbar. Tonight. So, da ist jetzt. Bowie Pop, ein Lied von der Lust for Life. Ja. Was ja, ich glaube, es ist von der Lust for Life und nicht von und der Und ich finde Life. Das wahnsinnig interessant, was da in dem Lied passiert. Okay. Ich finde es unglaublich. Denn? Ich finde es skandalös. Also, fangen wir mal an mit dem, was da drauf ist. Da ist ein Liebeslied, ein Duett gesungen mit Tina Turner, auch so im beschwingten Reggae-Rhythmus, Cocktailgläserwürfel. Und es geht textlich, es hat ja wirklich nicht viel Text, es geht textlich so von wegen, heute wird alles gut, ich bin da und keiner sagt was und alles wird fein, heute ist alles gut. Der Titelsong der Platte. Ja, du denkst, ja, alles wird gut, was ist das, was soll das? Naja, ein belangloses Liebeslied. Und das ist es im Ursprung überhaupt nicht. Nein. I saw my baby, she was turning blue. I knew her young life was through. So fängt das Lied im Original an. Iggy Pop hat das auch auf Konzerten immer anmoderiert mit, das ist ein Lied über eine Freundin von mir, die gestorben ist. Yeah. Und das Intro ist, ich komme nach Hause, finde meine Freundin blau angelaufen und quasi dem Drogentod ausgesetzt davor. Und dann knie ich mich halt neben sie und singe ihr Folgendes, Doppelpunkt. Ja, und alles vor dem Doppelpunkt hat Bowie weggelassen. Das ist ein Lied über eine Frau, die an einer Überdosis stirbt. Und plötzlich ist dieses... Alles wird gut, ich bin bei dir. Heute, ne, das ist, hat eine ganz andere tiefe Qualität und es hat plötzlich einen Inhalt und ein Drama. Und das wegzukürzen vorne ist doch ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Herr Bowie, wir klagen Sie hiermit posthum an des Verbrechens. Außerdem hat er es mit Tina Turner gesungen, was kein Verbrechen ist, aber es ist ja auch kein Duett. Nee, auch nicht. Er singt es gleichzeitig mit ihr. Ja. Sie ist quasi, sie singt die zweite Stimme. Er weiß, ob sie überhaupt im selben Raum waren. Das ist ja nicht mal klar. Sie haben es dann bei dem Auftritt in Birmingham, wo er dann rauskommt als Oberkellner in dem weißen Jackett und mit ihr dann dieses Lied singt. Und da merkt man auch einfach, das ist so, die ganzen Fans von Tina Turner und sie tanzen dann zusammen. Er hat gesagt, ich habe das weggelassen mit dem Anfang, hat er gesagt, weil ich wollte, dass das Tina Turner singt. Und das wäre mir unangenehm gewesen, wenn die so ein Drogenlied singt. Das ist Schwachsinn, Tina Turner hat auch schon Lieder gesungen, wo es um Drogen ging. Das hätte die locker gekonnt und gewollt und gemacht. Dann hat er noch gesagt, außerdem ist das auch so eine, das ist eine Iggy-Thematik mit dem Drogentod. Bin ich gar nicht so bewandt auf dem Gebiet. Das ist auch Schwachsinn, wer seine Vorgeschichte kennt. Richtig. Also er hat dann nur ganz fadenscheinige Argumente gehabt, warum er dieses Lied quasi, also er hat das Lied ja kastriert. Aber er hat mir alles Potenzial einfach genommen. Ja, aber Freddy, wir dürfen eins nicht vergessen, er hat das Lied ja auch geschrieben. Er hat ja das Lied mit Iggy Pop geschrieben. Er darf das natürlich. Aber warum macht das? Weil er auf Nummer sicher gehen will. Und es kam sogar als Single auch raus. Es gab die Single die von der LP und es gab die Single. Aber jetzt heißt die Platte auch noch Tonight. Heißt auch noch Tonight. Als wäre es ihm wichtig gewesen. Was ist denn da los? Ich habe eine Theorie. Willst du die hören? Die ist natürlich, schräg. Wir wollen die alle hören. Deswegen schauen wir ja den Telecolic Bowie. Also er hat gesagt, er hat das weggelassen, diese ganze Thematik mit dem Drogentod und allem. Aber er hofft, dass diese unterschwellige, bedrohliche Energie, das noch zu spüren sei. Quatsch, spürt kein Mensch mehr. Aber das Lied war ihm wichtig und das ist der Titeltrack. Wo ist diese Idee hin mit diesem Drogentod? Weg. Ja, und mit dem Sterbenden. Sich selbst zensiert. Nein, pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. I saw my baby. She was turning blue. I knew she was turning... Ah. So, wer ist denn blau? Wer ist denn fast tot? Wer ist denn als Künstler... der Droge Erfolg erlegen. Und wer ist denn im Eimer? Wer stirbt? Wer ist denn völlig am... Wer ist denn im Eimer? David Bowie. So, da ist das Blau. Wir haben es gesucht. Wo ist es denn? Und das ist... Hier ist er auch blau. Es geht doch um ihn. Er wusste doch, dass er künstlerisch tot ist. Das ist meine einzige Erklärung, warum mir das so wichtig ist. Und dann singt es noch Tina Turner mit. Das heißt, die singt es auch ihm an den Kopf. Also, ne, es ist nicht nur, er singt es an jemanden, er kriegt es auch an den Kopf gesungen. Also, vielleicht... Wollen wir mal eine blaue, gnädige Decke drüber legen. Vielleicht ist es ein gut getarnter Hilferuf. Die zweite Seite... Denk doch mal drüber nach. Hört euch das mal an. Nicht, dass es da... Hört euch vor allen Dingen auch das Original an. Idee ja hin sein. Und irgendwie finde ich sie auf der Titelseite. Dann geht es um Bowie. Dann ist Bowie eigentlich tot und man singt jetzt, als sei nichts.
Seite 2 bist fertig? Es scheint dich ja doch sehr, sehr so zu es hat mich beschäftigt. Ja. Ja. Zweite Seite beginnt wieder mit, oh, welche Überraschung, mit einem Bowie-Pop-Song, auch von der ich glaube, es ist auch von der Last Tour Life oder von der Edith, so ganz, ich bringe die manchmal ein bisschen durcheinander, Neighborhood Threat. Mm. Und Neighborhood Threat finde ich in der Version, in dem Arrangement richtig, richtig gut. Knallt. Knallt wie die Sau, ist aggro gesungen. Wobei Schlagzeug furchtbar produziert ist. Schlagzeug klingt wie ein Drumcomputer, dabei ist es ein Schlagzeug, glaube ich. Ja, es war 1984. Also es waren die 80er. Willst du machen? Also finde ich eine sehr, sehr gelungene Version. Blue Jean haben wir darüber gesprochen, der große Hit, Tumble and Twirl. Also zwei Songs. Es gibt im Prinzip zwei, also das ist ein Lied, Tumble and Twirl, das er zusammengeschrieben hat mit Iggy Pop, einen neuen Song. Er hat zwei neue Songs geschrieben mit Iggy Pop. Das ist der erste, Tumble and Twirl. Die waren zusammen in Borneo im Urlaub. Und er beschreibt jetzt seine, da ist er wieder Bowie, der soziale, gesellschaftlich kritische Kommentator. Genau. Beschreibt die Armut auf der einen Seite der Einwohner. Und wie komisch ist Asturi und unter so einer Diktatur in so einem Land, das so... Ja, wie schizophren das da ist. Und dieses süße, da passt. Cocktailmäßige, da mit passt. Diesem harten Text konfrontiert, das ist Bowie, das passt. Da klirren die Eiswürfel und klirren aber unheimlich. Das ja, ist das und das schön. Knallt da das aufeinander, gut. Das ist super, ja, ja. Da, das ist okay, das ist gut. Genau, und dann singen singt dieser Chor, dieser James Last Chor, singt dann Far Beneath the Mansion, There's an Open Drain Sending All the Sewage Down the Hill. Also er hat das wohl wirklich gesehen, da gab es eine Villa und unter der Villa gab es ein Abflussrohr und das hat immer den ganzen Dreck, der da produziert, einfach runter, den Hügel runter ins nächste Dorf. Aber da entsteht aus Text und Musik eine Spannung, eine Ironie, das funktioniert ganz gut, das flutscht. Genau. Und das sind natürlich George Sim, der ist George Sims, der... Ja, die Nur einer. Genau. Also das ist aber auch ein Lied, das ist auch so, das ist okay. Funky, das ist Bowie. Da kann man drüber, kann man stehen lassen. Aber auch sehr, sehr wieder, auch der Text wieder sehr Iggy. Ne? Also sehr Iggy, diese kranken Bilder, diese unmittelbare Direkte, dieses nicht beschönigende, was Iggy ja drauf hat. Der sieht etwas und sagt, was er sieht. Er verkleidet das nicht noch irgendwie in irgendwelche Bilder, wie bei Bowie und versucht das irgendwie zu verschlüsseln, sondern Iggy ist ein Punkrocker und er sieht was und sagt das. Und das in dieser... Kombination mit dieser seichten, funkigen Dingsmusik, das ist schon... Ja. Trotzdem ist toll. Es vielleicht sanfte, seichte Dingsmusik. Also das bleibt halt trotzdem. Gefällt mir. Hat aber eine Ebene drunter, die es dann auch okay macht. Gefällt mir sehr gut. I Keep Forgetting ist eine Coverversion von Jerry Leiber und Mike Stoller, die ja auch viel für Elvis geschrieben haben. Ich glaube, ein Chuck Johnson oder sowas hat es gesungen. Oder so. Chuck Jackson oder sowas. Ein Schwarzer, das ist eigentlich, ich habe das Original nochmal angehört gestern, ist eigentlich im Original leider cooler, weil es ein bisschen langsamer ist, weil es ein bisschen bedrohlicher ist und er stolpert da ziemlich durch. Ist das auf der Platte drauf, auf der Bowie Hurt the Purse? Weiß ich nicht, ich habe es jetzt im Internet einfach nochmal angeschaut. Also bei Bowie Covern eigentlich generell, hört euch mal das Original an. Generell bei Coverversionen sollte man sowieso immer auch das Original zu Ohr haben, wenn ihr irgendwann mal im Radio Behind Blue Eyes von Limp Bizkit hört, macht das Radio aus und kauft euch die Who's Next. Weil das ist die echte Originalversion. Es gibt Coverversionen, die sind gut. Im Moment werden sehr viele 80er, 90er Sachen gecovert. Fast Car habe ich jetzt gerade gehört von Tracy Chapman in einer furchtbaren Version. Es ist immer gut, wenn man das Original kennt. Weißt generell. Du, warum man das da covert? Nein. Ich habe die Theorie, cover das, weil er kannte es von früher, wollte noch was covern und da kommt auch im Original ein Marimbaphon drin vor. Okay. Und das kommt auf der ganzen Platte, das ist einer der Arrangement-roten Fäden, auf der Platte ist immer so mal dieses Marimbaphon da. Und das ist in dem Lied auch und selbst im Original. Da fiel ihm das wohl ein, dachte, komm, machen wir auch. Diese Platte endet mit dem Lied Dancing with the Big Boys, geschrieben von Bowie, Pop und Aloma. Ja. Und das ist eigentlich das einzige Duett. Mhm. In der Geschichte, in der Beziehung von Iggy Pop und David Bowie, wo die beiden wirklich zusammen quasi auch gleichzeitig singen. Ja. Aber, singen in Anführungszeichen? Also singen in Anführungszeichen. Ich liebe dieses Lied, ich finde es total geil. Es ist wirklich, Bowie und Pop kommen zusammen, textlich und musikalisch. Es ist hart, es ist aber auch... Irgendwie geht es darum, wie das ist, so wenn man in der Gesellschaft versucht, mit den großen Hunden pinkeln zu gehen und dass es auch gleich peinlich wird und dann steht man irgendwo rum und weiß nicht, was man sagen soll. Die haben wohl einfach, ich habe das gelesen, die haben sich da einfach mit ein paar Bier, haben sich ein paar Stunden lang vors Mikro gestellt und einfach auch improvisiert. Und so Texte wie, this dot marks your location, also hier, sie stehen hier. Sie befinden sich hier. Das ist Iggy Pop. Der hat das irgendwo gesehen und das kommt ins Lied rein. Und er hat auch gesagt, das ist auch eine Müllhalde. Da konnten wir so ein paar Zeilen verwenden, die wir noch einfach so hatten und gut fanden. Und ich finde es großartig, wie die beiden zusammen singen. Sie singen ja quasi parallel und
sie verschmelzen. Es gibt so eine Vibration zwischen den Stimmen. Ja. Also die Stimmen sind sie jetzt nicht so super unähnlich, aber man kann sie doch wirklich auch Das mit differenzieren. Dem Verschmelzen klingt jetzt so ein bisschen romantisch nach Dirty Dancing. Also so ist es jetzt zwei auch. Zwei alte Kumpels brüllen gemeinsam ins Mikrofon. Ja, die haben zusammen Spaß. So. Ja. Die Nummer ist eine von diesen Nummern, Bowie-Nummern, die irgendwie nur auf ein oder zwei oder anderthalb Akkorden beruht. Deswegen kann man sie auch ein bisschen eintönig finden, aber der Groove ist gut. Und sie haben das Ding, Bowie hat das Ding auf der Glass bei der Tour. Und er hat auch gesagt, das sei eine der wenigen Nummern, wo sie irgendwie einen Sound und einen Groove gefunden haben auf der Platte, den er sich gewünscht hat. Und er hat ein bisschen in der Art weitergemacht. Ich finde, es gibt sogar eine Verwandtschaft zwischen diesem und dem später folgenden Day In, Day Out. Es ist auch so ein auf einem Beat, auf einem Akkord stehende Nummer. Ja. Und gar nicht so jetzt über die Melodie betrieben, der Song, sondern mehr über dieses Bild. Und er hat es ja gemocht. Es ist ungewöhnlich. Ja. Es ist kein easy listening. Es ist auch, wenn man an einem schlechten Tag ist, ist es vielleicht ein bisschen nervig, könnte man sagen. Aber es ist eine der interessanten Nummern. Es ist eine meiner Lieblingsnummern auf einem Album, was nicht mein Lieblingsalbum ist, aber was man gut hören kann. Was man gut im Hintergrund dudeln lassen kann. Ja. Fahrstuhlmusik. Trotzdem, es ist das Bowie. Das ist das Album, wo Bowie also wirklich... Das hat man gelesen. Der kam ins Studio und ich hatte keine Idee. Er hat so in Interviews gesagt, ich habe es gecovert, weil ich hatte selbst nichts, was ich relevant fand. Ja. Und wenn das ein Künstler schon in Interviews irgendwie ein Jahr später offen zugibt, dann weißt du, wie es um ihn gestanden hat. Der war alle. Es ist das erste Album, wo es auch diverse Remixe gab auf den Maxi-Singles, auf den 12 Inches. Remixe, die man nicht wirklich braucht. Es war die Ära, ich glaube, nur bei der Black Tie White Noise gab es mehr Remixe als jetzt bei Aber alle blau Aber angelaufen. Diese Platte hat eine Besonderheit, Freddy, ich weiß nicht, ob du weißt, was für eine Besonderheit diese Platte hat bei den Songs. Weißt du es? Na, nee, kannst du sagen, kein einziges Lied wird ausgeblendet. Achso, okay, Lied wir haben alle endet. Einen sauberen Schluss. Ja, okay. Jedes Lied auf dieser Platte hat einen sauberen Ja. Wobei bei manchen denkt man, warum haben sie nicht bitte vorher ausgeblendet? Das ist, bei manchen denkt man auch, warum haben sie es überhaupt erst angefangen? Aber hätte man das überhaupt einblenden sollen. Ne? Ja. Also ja, Tonight, eine Platte, die... Ist das, die klassische Frage, ist das die schlechteste Bowie-Platte? Nein. Für mich? Für dich? Alter, Loving the Alien, Blue Jean, Dancing with the Big Boys. Also, ich finde, da sind ein paar Krampen drauf. Also ich finde sie, vielleicht war sehr erfolgreich. Die war unheimlich erfolgreich, die Platte. Ich habe echt, mein Problem ist, dass es für mich schmerzhaft ist zu hören, wie alle inhaltlich gewesen ist. Das tut mir echt weh. Ich finde, da ist eine Hülle seiner selbst. Also das es wurde ja auch gesagt, dass es quasi die zweite Pin-Ups ist, weil so viel drauf gecovert worden ist. Es ist eigentlich Pin-Ups 2. Ja, aber die nimmt man nicht ernst, weil da weiß man, das sind einfach nur Cover. Ja. Und das hätte jetzt halt eine richtige Bowie-Platte sein sollen. Hätte nicht sein müssen. Er hätte sich noch ein bisschen Zeit lassen müssen, aber er wollte halt unbedingt sagen, er ist wieder da und er geht auch nicht weg. Ja. So, he is here to stay. Und er war aber nicht da, das ist das Problem. Er lag trotzdem, ich mag blau angelaufen auf dem Totenbett. Ich mag die Platte. Deine Interpretation. Alle haben fröhlich gesungen, dass alles in Ordnung ist. Mehr müssen wir über diese Platte nicht sagen. So, dann heißt die doch so, ich sag dir deswegen das. Deswegen heißt sie Tonight. Das könnt ihr mal diskutieren hier in den Kommentaren oder online oder bei Facebook oder ihr könnt uns liken oder auch nicht oder teilen. Also wie gesagt, teilt uns. Wir sind sehr gespannt drauf, wie ihr das findet. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Kritik und jede Anregung hier beim Telecolleg Bowie. Das war unser Special zu Tonight. Tonight. Everything will be alright. Tonight. Bis zum nächsten Mal.